So, es ist jetzt früh, 7.28 Uhr. Ich bin jetzt in Bad Homer angekommen und laufe jetzt meine Runde los. Das ist entlang der Vogt- und Panoramaweg. Und Runde habe ich mich entschieden, da habe ich genau entgegengesetzt, wie als ich im Reiseführer wandert, wie auf der Vogt- und Panoramaweg drin steht. Der Vogt- und Panoramaweg hat mehrere Etappen durchs Vogtland. Und die Strecke, die ich heute laufen möchte, ist laut dem Wanderführer die sechste Route oder sechste Etappe. Ich glaube, wie gesagt, fange ich genau verkehrt rum an. Wir führen mich von Bad Bombach zum Kapellenberg und zurück nach Bad Bombach. So, ich bin jetzt knapp schon eine Stunde unterwegs, durch Wald, erstmal durch kleine Siedlung, dann durch den Wald. Habe auch schon mal kleine schöne Fotos geschossen, dort diese wunderschönen Geräusche. Ich habe auch schon ein paar Rehe gesehen, allerdings schnell vorbei rennt, also konnte ich tief im Wald drinnen kein Foto machen. Ein Eichhörnchen habe ich gesehen und probiert ein Foto zu machen. Mal sehen, ob das was geworden ist. Muss ich heute Abend am Computer anschauen. Weil dann ist etwas klein geworden. Weil es war im Wald im Baum versteckt zwischen zwei Äste und Blättern. Thank you.
So, es ist jetzt mittlerweile kurz nach 12, bin ich auch schon ein ganzes Stück unterwegs. Eigentlich war ich mittlerweile schon am Ziel in Bad Bramberg angekommen nach meiner Runde. Nach dieser kleinen Etappe, 14 Kilometer Strecke war das. Allerdings hätte ich noch lange auf den Zug warten müssen. Also hatte ich mir überlegt, ich laufe einfach zum nächsten Bahnhof. Also nicht Bad Bramberg, sondern nach Rauen. War auch schön ausgeschildert. Beginnt so auch wieder die Etappe. Ist auch eine Etappe von Bad Bramberg nach Bad Elster auf dem Vogtland Panoramaweg. Und ja, da hatte ich mir überlegt, ich laufe ein Stück diese Strecke und dann komme ich ja direkt am Bahnhof Rauen vorbei. So, ich habe es gerade so nach Rauen geschafft. In 2-3 Minuten kommt der Zug. Jetzt bin ich auch kaputt. Teilweise muss ich joggen, wenn ich es noch schaffe. So, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.